Ich rede, glaube ich, heute eher stellvertretend für das ganze Atelierhaus in Göteborg, das Tribunal. Uns gibt es ungefähr seit 3 Jahren. Das ist ein privater Vermieter, der sich darum gekümmert hat, dass möglichst Künstler nach Göteborg kommen. Es ist ein altes, leerstehendes Gebäude. Vielleicht kennen das Leute von euch. Wir sind da 5 Künstler, die dort arbeiten. Wir wohnen alle. Natürlich, wir pendeln alle nach Göteborg. Wir kommen meistens aus Berlin jeden Tag da angefahren oder am Wochenende. Und das Gute an dem Tribunal ist, dass es gibt dort auch einen Ausstellungsraum, den wir zur freien Verfügung haben. Den können wir unentgeltlich bespielen. Den haben wir von den Vermietern zur Verfügung gestellt bekommen und würden da auch gerne mehr machen. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage. Wir nehmen immer teil am Tag der offenen Tür, jedes Mal in Brandenburg, und hatten letztes Mal auch schon wirklich hervorragende Besucherzahlen aus Jüterbock. Da waren irgendwie an die 80 Leute kamen an diesen beiden Tagen vorbei. Und das hat uns sehr gefreut. Nur, was wir natürlich vermissen, ist der Kontakt zum Beispiel zu Ihnen nach Öhner oder zu anderen Künstlern in der Gegend. Die machen am gleichen Tag halt auch etwas und man kann sich gegenseitig gar nicht besuchen. Ja, was wollte ich sagen? Ich selber bin Berliner Künstler und hatte mich vor 3 Jahren entschieden, dass ich also das Arbeiten in der Stadt nicht mehr brauche, sondern lieber was Ruhiges auf dem Land haben wollte und habe durch einen großen Zufall dieses wunderbare Atelierhaus in Göteborg kennengelernt. Das ist eine Arbeit von mir, die ich als sehr wichtig empfinde, weil die ist auf der Fassade von dem Tribunal, meinem Atelierhaus in Göteborg. Das ist von Weitem zu erkennen, diese Arbeit. Und zeichnet dieses Haus auch also ganz optisch als Künstlerhaus auf. Ich habe ganz, ganz früher, Anfang der 90er Jahre, zweimal auf Einladung der damaligen Kunstfabrik Potsdam am Tag, wie hieß das immer, Kunst im Stadtraum Potsdam, habe ich zweimal teilgenommen und habe da zu der Zeit auch viele Arbeiten gemacht für den öffentlichen Raum, habe das danach aber komplett eingestellt, habe mich nur noch der Malerei gewidmet. Und das ist wirklich hier das Wandbild in Jüterbog, das hat mich einfach mal wieder gejuckt. Und dann habe ich das aus der Tasche gezaubert. Aber lange Zeit vorher habe ich nichts gemacht in dieser Art. Kann man das sehen? Nee. Das ist auch. Man bekommt eine Ahnung, Genau. Das sind ja. neue Skulpturen, an denen ich arbeite, Ja. aus meinem anderen Raum. Dann Ja. mache ich auch hier sowas. Ich Ja. arbeite extrem an Reduzierung und Ja. an Bewegung.